Hallo, liebe Freunde des flüssigen und kühlen Genusses, hier bei uns auf Drinklink, der ganzen Welt der Getränke. Diese Woche widme ich einem sehr einflussreichen Bartender, der 2016 an einem Gehirntumor verstorben ist, nämlich Dick Bretzel. Dick Bretzel hat in den 80er und 90er Jahren in Großbritannien maßgeblich die Barszene stark beeinflusst, weg von den üblichen Verdächtigen, die wir in den letzten 2 Wochen uns hier angeguckt haben, hin zu neuen Klassikern. Und genau diese Klassiker schauen wir uns an. Die sind manchmal ein bisschen tricky, aber das Spannende ist, es gibt immer eine sehr, sehr schöne Geschichte dazu. Wir fangen tatsächlich an, indem wir erstmal die Gläser, die wir benutzen, und das ist in diesem Video sind es zweimal Kupetten, die wir vorkühlen. Vorkühlen essentiell wichtig bei diesen Drinks. Die Gläser müssen richtig schön kalt sein. Idealerweise, falls ihr kein Crushed-Eis da habt, könnt ihr natürlich auch Würfeleis reintun und das Ganze zeitig vorbereiten. Oder, wenn ihr genügend Platz habt im Kühlschrank und euer Kühlschrank kalt genug ist, stellt die Gläser in den Kühlschrank oder in den Froster. So, und dann wollen wir direkt mal mit dem ersten Drink anfangen, dem Bikini Martini. Der Bikini Martini von Dick Bretzel ist einer der Klassiker, die auch noch schick aussehen, nämlich leicht blau. Bikini deshalb, weil in Anlehnung an das Bikini-Atoll und gleichzeitig auch aus dem Grund, warum Dick diesen Drink kreiert hat. Und zwar hat er für eine Modenschau von Agent Provocateur für einen Swimsuit-Launch, also einen Badeanzug-Laufsteg, das machen wir nochmal von vorne, Kacke, nochmal von vorne, Cut, neu. Wie heißt das richtig? Agent Provocateur? Das ist richtig. Und Swimsuit Special und Launch, was würde ich da sagen? Auch Englisch? Oder Badeanzug Modenschau? Swimsuit Launch, ne? Nö, das läuft die ganze Zeit durch, aber ich kann ja dann cutten, das ist ja kein Thema. Also wechseln wir nochmal die Perspektive. Und gehen direkt durch. Der Bikini Martini wurde von Dick Bretzel 1999 kreiert. Er ist in Anlehnung mit einem leicht sarkastischen Unterton an die Atombombentests des Bikini Atolls, aber gleichzeitig auch aus Anlass einer Modenschau von Agent Provocateur, die 1999 eine neue Badeanzugkollektion vorgestellt haben. Und genau zu diesem Anlass hat er genau diesen Drink kreiert. Dazu brauchen wir einen Shaker. Diesen Shaker befülle ich jetzt mit Eiswürfeln. Dick sagt übrigens in seinem Rezept, wenn ich nasses Eis benutze, heißt, wenn das Eis eine Temperatur von über minus 5 Grad Celsius hat an der Außentemperatur, dann gilt es als nasses Eis, dann brauche ich kein Wasser mehr. Habe ich tiefgefrorenes Eis, das ich gerade aus dem Kühler hole, brauche ich Wasser. Die Menge an Wasser gebe ich unten in der Beschreibung wieder dazu. Und bevor ich es vergesse, wenn euch die Videos gefallen, lasst mir doch ein Abo da. So, jetzt aber zu dem Drink. Wir fangen an, indem wir Zesten reißen. Ich nehme jetzt hier eine gelbe Grapefruit, genauso gut funktioniert aber auch eine Zitrone. 4 Zesten schneide ich davon runter. Als Vorbereitung schon mal. Und die Zesten packe ich mit in den Shaker. Dann brauche ich einen Gin, Blue Curaçao, Peach Tree, frischen Limettensaft und das war's dann schon. Wir fangen direkt an zu mixen, sonst bin ich den ganzen Zeit so durstig. 6 cl Gin.
Nehmt einen guten London Dry Gin, wo man den Wacholder auch richtig spürt, weil genau das, Dick Bretzel war halt Brite. Und die Briten mögen ihre Heritage des klassischen englischen Londoner Gins. So, dann brauchen wir 2,5 Zentiliter Blue Curaçao. Wir brauchen Peach Tree, ein Pfirsichlikör aus dem Hause de Kuyper. 1 Zentiliter. Und schließlich und endlich brauchen wir noch Limettensaft, auch nur 1 Zentiliter. Den Shaker schließen und wie immer die Kante hier bündig, hier auflassen, ordentlich draufhauen, überprüfen, ob er auch dicht ist. Dann nehmen wir den Shaker, mit dieser Seite niemals in Richtung der Gäste shaken, weil wenn hier noch Flüssigkeit drin ist, dann spritzt das in Richtung des Gastes oder man versaut sich die ganze Theke. Deshalb umdrehen und jetzt 10 bis 15 Sekunden durchshaken. Wir sind mit dem Shaken fertig, wenn der Shaker außen leicht beschlägt oder eben die Zeit rum ist oder der Shaker eben so kalt ist, dass man ihn kaum noch anfassen kann. Wir nehmen das Eis aus dem Glas, nehmen einen Strainer und weil ich so hart geschlagen habe, ich möchte auch kein Eisstückchen im Drink haben, straine ich doppelt. Bedeutet, ich nehme ein feines Sieb, damit ich die Eisstückchen raushole und setze auf den Shaker auch noch ein Sieb. Jetzt nehme ich eine Zitronenzeste und schneide die einmal schön. Das zeige ich euch einmal kurz hier auf dem Brett. Einfach nur gerade schneiden, auf keinen Fall die Abfälle wegschmeißen. Damit kann man einen hervorragenden leckeren Zitronenzucker machen. Wichtig übrigens, gerade bei Zitrusfrüchten, wenn ihr das noch nicht in einem meiner Videos gesehen habt, dann entweder die Zitrone bio kaufen oder ihr schrubbt sie unter warmem Wasser ab. So. Und schon ist er fertig. Der Bikini Martini. Cheers. So. Gehen wir wieder zurück in die Live-Ansicht. Fürs schicke Bild. Meine Schneideplattform nehme ich an die Seite. Shaker sauber machen. Das Problem an diesen Videos ist, gerade was YouTube angeht, die Videos müssen halt nach Möglichkeit mindestens 10 Minuten lang sein, damit sie überhaupt im Rating nach oben kommen. Vielleicht da zum Hintergrund. Ursprünglich bin ich Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, Fachrichtung Technische Informatik. Heißt, ich bin zur Bar gekommen aus Leidenschaft und weil ich das Geld brauchte als Student. Und habe mir dann damit tatsächlich mein Studium komplett finanziert. Oh, so, der Drink ist schon mal schön.
Als nächstes mache ich das auch wieder live. Das bringt wieder ein bisschen mehr Zeit. Dann gehen wir direkt rüber und starten direkt mit dem zweiten Drink. Der zweite Drink, den ich euch heute präsentieren möchte, ist der Citrus Martini. Auch sehr untypisch, weil eben geshaked, habe ich hier, wie vorhin schon zu Anfang im Video gesagt, das Glas vorbereitet, indem ich Eis hineingetan habe. Und dieses Eis kippe ich gleich aus, kurz bevor ich den Drink hineingebe. Wichtig sind an der Stelle gerade für Drinks wie ein Martini vorgekühlte Gläser, weil ein Martini lebt von der geringen Temperatur und muss so kalt wie möglich serviert werden. So, Citrus Martini. Ich nehme die gleiche Grapefruit von vorhin und schneide nochmal 4 Zesten ab. Alternativ könnt ihr dann auch natürlich gerne einen Citrus Gin, zum Beispiel unseren Sipsmith Lemon Drizzle, oder einen Citrus-Wodka, weil ich mache den Drink tatsächlich mit Wodka. Dick Bradsell hat in den 80er Jahren diesen Drink im Fred's in London kreiert. Und zu der Zeit hat er unglaublich gerne und viel mit Wodka gearbeitet. 4 Zesten schon mal in den Shaker, weil der Drink muss geshakt werden. Ich packe jetzt alle Zutaten nach und nach da rein. Und dann packe ich erst das Eis rein, um auch da möglichst wenig Schmelzwasser zu haben. Legen wir also los. Wir brauchen Wodka. Als erstes brauchen wir Wodka. Bitte achtet bei eurem Wodka-Kauf immer darauf, dass ihr Qualität kauft. Gerade bei Drinks wie einem Martini ist die Qualität des Wodkas entscheidend für das spätere Auskommen des Drinks. Bei Wodka gilt grundsätzlich, günstig ist nicht immer handwerklich gut. Ich nehme hier einen japanischen Wodka Haku aus weißem Reis. Davon brauche ich 5 cm. Dann brauche ich 1 Centiliter Triple Sec. Triple Sec ist ein Likör aus 3 verschiedenen Orangenschalen. Bitterorange, nicht getrocknete normale Süßorange und frisch geerntete abgezogene Süßorange. Deshalb Triple. Er ist trocken, weil relativ wenig Zucker und bei der Destillation wird jeglicher Zucker entzogen und dann anschließend nur zugesetzt. Bei Triple Sec gilt in der Regel Zuckergehalt zwischen 120 und 160 Gramm. Dann frischen Zitronensaft. 3 Zentiliter. Und auch das müssen wir rausschneiden. Dann brauche ich noch 1 Centiliter Zuckersirup. Und 3 Dashes Orangenbitters. Dash immer einmal schütteln, richtig rausschütteln und dann ist auch gut. Ich konnte jetzt noch in Ruhe aufräumen und auch das euer Tipp, räumt die Sachen immer dorthin, wo ihr sie vorgefunden habt. Jetzt packe ich Eis rein. Und zwar den Shaker gut mit Eis füllen. Und gerade jetzt bei diesem Martini, den Shaker wirklich gut mit Eis füllen. Eiswürfel gucken oben raus. Dann, wie immer,
Hier war noch Schmelzwasser drin, das können wir, dafür sind diese Gummimatten gut. Einmal abgießen. Wie immer, hier abschließen und hier ist dann eine Lücke bei jedem Boston Shaker. Einmal draufhauen, testen, anheben, ist dicht, umdrehen und auch wenn ich es tausendmal sage, es ist echt wichtig, diese Seite nicht nach da benutzen, weil wenn hier noch irgendwas drin ist, so wie jetzt gerade eben, spritzt das entweder auf die Theke und ihr macht sie schmutzig oder im schlimmsten Fall, wenn hier roter Sirup drin ist, versaut ihr den Gast und damit den Abend des Gastes. Wollt ihr nicht, deshalb umdrehen. Und jetzt shaken, richtig kräftig, 10 bis 15 Sekunden, nach Möglichkeit ein Hardshake. Ich werde danach ein bisschen außer Puste sein, aber das ist nötig. Hardshake bedeutet lange Züge möglichst kräftig schütteln. Jetzt entferne ich das Eis hier aus dem Glas, öffne den Shaker und auch hier mache ich einen sogenannten Double Strain. Ich seihe also doppelt ab, ich möchte keine Eisreste im Glas haben. Und fertig ist euer Citrus Martini. Wir verzieren das Ganze jetzt noch, indem wir wieder eine Bio-Zitrone nehmen, eine Zeste schneiden. Ich nehme wieder mein Brettchen, damit ihr das sehen könnt. Und diese Zeste jetzt nicht als Tee-Effekt hineingeben, im Gegensatz hier zum Bikini-Martini. Warum nicht? Falls ihr das erste Mal zuschaut, es gibt einen sogenannten Tee-Effekt. Bedeutet, packe ich die Zeste jetzt hier mit rein, wird dieser Drink nach und nach immer zitruslastiger. Er soll aber genau so bitte sein und so auch bleiben. Heißt, ich nehme jetzt die Zeste und quetsche sie ein bisschen aus, gebe ein bisschen an den Glasrand, nehme sie wieder auseinander. Weil der Mensch riecht an seinen Fingern sehr, sehr gerne und parfümiere jetzt den Stiel. Und dann war es das mit der Zeste. Auch da, die Zeste nicht wegschmeißen, am besten in Zucker einlegen, hervorragender Zitronenzucker. Und das ist ja tatsächlich der Citrus Martini von Dick Bretzel. Cheers! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Oder klickt unten auf Abo an. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, gerne auf die Glocke unten zu klicken. In diesem Sinne, cheers, viel Spaß mit den beiden Martinis von Dick Bretzel.